So, servus Leute und willkommen zurück. Wir haben ein kleines Unboxing für euch. Mataleon, Last Legend, Balthasar, Carbonic. Packen wir jetzt zusammen aus. Wir fangen oben an. Lasche hier aufmachen, Deckel auf. Ah, da ist noch ein bisschen Staub mit drin von dem ganzen guten Verpackungsmaterial, was da drin war. Wieder die gewohnte Verpackung von Mataleon. Wir machen das auf. Sehen hier als erstes den Kohleteller. Legen wir beiseite und das ganze Plastikkrams hier ebenfalls. Außerdem dabei ist ein Steinkopf, immer nice to have. Ist schön, wenn es dabei ist. Hier ist ein Once More Kohleaufsatz, wie wir das auch schon bei der Mani eben mit dabei hatten. Und als nächstes, oh, hier sind auf jeden Fall jede Menge Schlauchanschlüsse. Müssten ja eigentlich 4 Stück an der Zahl sein. Genau. Hier haben wir die 4 Schlauchanschlüsse. Legen wir auch erstmal weiter zur Seite. Und hier sind die Schliffadapter für die ganzen Schlauchanschlüsse drin. Ja, hier haben wir die. Ganz normale 18/8er Schliffadapter sind das. Hier haben wir noch den Kopfadapter mit dem dazugehörigen Gegenschliff. Auch 18/8er Schliff unten. Das heißt, ihr könnt auch noch einen Molassefänger dazu packen, wenn ihr das möchtet. So, außerdem dabei ist auch noch eine Feder. Auch immer nice to have. Und ich glaube, dann müssen wir jetzt schon hier das Zwischenstück rausnehmen. Ja. Ein Mundstück haben wir dabei. Ganz normales Alu, schwarz gehalten. Passt, denke ich, einfach gut zu der Pfeife. Schlicht und einfach, aber sieht gut aus. Und immerhin ist das dabei. Ne? So, wir stellen mal den Rest hier zur Seite, ohne alles umzuschmeißen. Hier haben wir die Bowl, aber wir haben noch ein paar Teile. Und zwar einmal einen schwarzen Silikonschlauch. Eine Standardzange ist noch mit drin. Und das Tauchrohr mit vormontiertem, aber abschraubbarem Diffusor. Also, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir bauen die auf jeden Fall auch noch mal kurz hier zusammen. Hier haben wir schon die Bowl mit der Base vormontiert. Sieht dann so aus. Ja, man kennt es ja von den Bildern. Die bekannte Balthasar-Form und hier eben die Base. Ja, so sieht die Base aus. Ich würde sagen, wir schrauben als erstes mal die Base ab. Mit dem schönen Klicksystem. Schnappen uns das Tauchrohr, schrauben das Tauchrohr von unten rein. Diffusor lasse ich jetzt erstmal dran, mag ich nämlich eigentlich ganz gerne. Da fällt mir auf, es fehlt ja noch ein Teil. Und zwar hier die Rauchsäule mit dem Carbon-Element in der Mitte. So, oben habt ihr wie gesagt den 18/8er Schliff. Ne? Das heißt, da könnt ihr dann noch einen Molassefänger reinpacken, wenn ihr wollt. Wir schrauben das Ganze jetzt mal hier noch an die Base. Ihr habt auch wieder überall Dichtungsringe zwischendrin. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und dann packen wir das mal drauf. Ich muss sagen, ich finde die Pfeife wirkt irgendwie auf Fotoaufnahmen immer größer, als sie jetzt ist. Also sie ist ein wenig filigraner, als sie auf Fotos wirkt, finde ich. So, hier kommen dann die ganzen Schlauchanschlüsse mit den ganzen Schliffanschlüssen dran. Da zeige ich euch jetzt mal einen, aber Leute, ihr kennt das ja, Kugel ist ja schon mit drin, Schlauchanschluss dran schrauben, Schliffanschluss rein und dann war es das auch schon dazu. Ne? Ich mache die anderen mal schnell alleine und der letzte Schliffanschluss ist auch noch dran. So, sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß aus. Ich dachte am Anfang erst, es würde filigraner wirken, aber jetzt mit den ganzen Anschlüssen dran und so wirkt das auf jeden Fall deutlich größer. Ich glaube, Bowlvolumen wird ziemlich wenig Wasser rein müssen. Ist aber eigentlich ganz geil, gerade so für unterwegs oder so, wäre das dann schon deutlich praktischer, wenn man da nicht so viel Wasser, Wasser braucht. So, Kohleteller einfach dazwischen gespannt, hier wieder verschraubt und das Ganze noch oben auf die Pfeife und dann habt ihr auch den Kohleteller dran. Und so ist die Pfeife jetzt schon fertig aufgebaut. Ich versuche es euch nochmal so halbwegs komplett zu zeigen. So sieht das Ganze aus und mit dem Standfuß der leicht dunkel gefärbten, aber auf jeden Fall noch sehr durchsichtigen Bowl. Oben das Carbon-Element in der Rauchsäule und 4 18/8er Schliffanschlüsse. Ja, jetzt sind wir direkt die Kopfdichtung weggeflogen. Und Leute, nicht vergessen, ihr kriegt auch noch einen Steinkopf, einen One Smoke
einen Schlauch, eine Feder und ein Mundstück mit dazu. Also da auf jeden Fall auch ein schönes, schönes Set. Ach so, und Zange ist natürlich auch noch dabei. Ja, ich würde sagen, ich teste das Ganze in Ruhe, Leute. Wir hören uns dann wieder über diese Pfeife, wenn ich sie einige Male geraucht habe. Ihr wisst das ja, ich will eine Pfeife auf jeden Fall erst ordentlich testen, bevor ich euch da noch was genauer zu sage. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns spätestens im Review wieder.